Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu From Dust. Ja, ich habe hier nochmal alles probiert und habe eigentlich nur nochmal neu gestartet. Und setze das Ding einfach mal jetzt hier rein. Setz doch das Ding jetzt hier rein. Was ist jetzt immer das Problem? Ach, ich verstehe es nicht. Also das Spiel hat noch extreme Marken, sage ich so wie es ist. Hierhin, hierhin, dort nicht. Jetzt Leertaste halten, okay. Ja, die Erstürzte nutze deine Kraft, um deinen Männern zu helfen, den Ort für das Ritual zu erreichen, ja. Mal gucken. Eins. Oh Gott, die brennt alles. Kommt schon, was ist ja jetzt? Geht doch mal da hoch. Ja, komm. Wo sind's denn? Das ist irgendwie ein bisschen leicht beschränkt, muss ich zu sagen. Die stehen da schon genau davor. Was ist denn jetzt daran das Problem? Hallo? Geht da einfach mal bitte hier hin. Was ist daran das Problem, bitte? Hier stehen doch drei. Hallo? Was ist denn nun das Problem? Aber man kann sich aber auch anstellen. Also, das ist. Ja, ja, kommt. Einer noch. Komm doch bitte. Ja. Leertaste. Oh. Oh. Alles bricht zusammen. Ach, was kommt nun noch? Ach, das ist der Anfang. Ah. Ton weg gewesen? Ach, was nun? Ah. From Dust ist beendet. Ich weiß auch gar nicht, wie viele das jetzt erst geworden sind. Oh, hallo? Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, außer halt manchmal so die Steuerung hat, weiß ich nicht, ob das so ernst gemeint ist oder ob ich mich bloß so angestellt habe, aber manchmal war es wirklich, naja, nicht sehr eindeutig, sag ich mal so. Wenn es hieß, was ich, Leertaste dorthin und man hat da halt Leertaste gedrückt, das hat nicht funktioniert. Und das ist dann halt, unter Zeitdruck ist das halt immer sehr, aber halt, das Coole war halt eigentlich am Spiel gewesen. Hallo? Das Coole war halt am Spiel gewesen, halt gerade mit diesen, ja, Physik-Engine, wie man es auch immer nennt, mit Wasser, Lava, Erde, wie sich das alles verteilt hat, Sand. Das war schon sehr cool. Oh, ich muss mich mal ordentlich hinsetzen hier, oder? Ein bisschen ruhiger. Und das hat halt sehr viel Spaß gemacht. Das Spiel ist schon relativ alt. Aber es macht Gaudi. Und vielleicht könnte man da noch irgendwie halt auch mehr draus machen. Oder halt vielleicht mal neu auflegen. Besser. Grafisch vielleicht noch mal ein Hauch schöner. Es ist halt auch schon, hat halt schon ein paar Jahre hinter sich. 2011 kam das glaube ich raus. Jetzt haben wir schon 2014.
Verrückte Zeit. Und ja, was als nächstes kommt, weiß ich jetzt noch gar nicht. Also was ich jetzt für mich alleine raushaue, weiß ich noch nicht. Ich habe da noch so ein paar Schinken rumliegen. Eigentlich wollte ich ja auch schon längst House Park Let's Play haben, habe das hier vorgeschoben, weil ich halt schon ein paar Teile aufgenommen hatte und jetzt die letzten eigentlich noch so im Hauruck aufgenommen. Ich glaube fast 4 oder 5 Stunden jetzt mal so schnell. Ja, es ist ein gutes Spiel. Ich glaube, es war gerade im Angebot gewesen bei Steam für ein paar Euro. Da ich gedacht, ach, das kaufst du dir. Wolltest du schon mal selber spielen. Und ja. Gucken wir mal, hier noch alles mit dabei ist. Ich weiß auch gar nicht, was das. Gab es das eigentlich auch richtig mit Hülle, das Spiel? Müsste ich mal selber mal gucken. Ich glaube, es gab zuerst auf Steam, dann glaube ich in der Hülle und dann, ja. Ubisoft Kiew Studio. Ah, Kiew. Hm. Ja, ach so, hier sind jedes Mal. Oh, Shevchenko. Ah, ich gieße mir mal was ein. So. Ich heb die mal zurück. Gieß mir was ein. Also die letzten zwei Parts habe ich auch gerade gesehen, die tue ich splitten. Das war gerade so eine schöne Zeit, 19 und 21. Weil wenn ich das zusammenlasse, das wird ein bisschen sehr lang. Und das hier ist ja jetzt eigentlich der letzte Part, läuft gerade über mir 8 Minuten noch was. Und ja. Mir war auch zwischendurch so warm. Sehe ich bloß gerade, dass ich mein Pullover ausgezogen habe. Und irgendwann am Ende war halt sehr viel Streit mit dem Spiel. So, jetzt habe ich mir das eingegossen. Roland Fehrer. Oh, schon wieder Shevchenko. Ja, From Dust war gut. Ich glaube 20 Videos sind es glaube ich ungefähr. Ja. Es wird auch gerade so hochgeladen, denke ich mal, wo ich, wenn ich umziehe. Endlich meine eigene Wohnung. Da kann ich so aufnehmen, wie ich will, wann ich aufnehmen will. Ach, das wird schon so schön. Vielleicht sind auch derweil schon andere Projekte auch schon draußen. Also ich denke mal, das Hauspark wird auch schon, hoffe ich, draußen sein. Ich danke natürlich auch dafür, dass du zugeschaut hast bei diesem verrückten Zeug hier. Ja, vielleicht kannst du ja mal einen Kommentar da lassen oder mal einen Daumen nach oben. Das habe ich glaube die letzten ganzen Videos gar nicht gesagt. Aber natürlich muss man die Leute eigentlich nicht darauf hinweisen. Ich will nur euch tut das ja nicht schaden. Mir zeigt halt bloß, dass ihr damit Spaß habt, was ich hier tue, und unterstützt mich dabei. Ich guck mal hier, mir hat jemand bei WhatsApp geschrieben. Ja, gut, sinnlos. Mir hat jemand geschrieben, ey, mein Akku, der rast aber wirklich runter. Pro Evo Turnier. Stopp. Zeit, kannst du zurücksetzen. 10 Minuten sind wir jetzt ungefähr gewesen. Ubisoft Montreal. Ja, mir ist auch aufgefallen, im Jahr 2014 habe ich ja mit meinem Kumpel so ein Spiel, auf die wir uns freuen. Ey, da sind extrem viele Spiele, werden von Ubisoft gepublished. Da kommt zum Beispiel gerade wie jetzt Southpark ist ja Ubisoft. Oh, was war da noch alles mit dabei? Es waren viele Tom Clancy's Division. Da würde ich mich eigentlich sehr drauf freuen. Also das wäre ein Hammerprojekt. Und wir wollen da noch Ubisoft Bukarest. Es waren auf jeden Fall sehr viele Spiele, wo ich mir so dachte, Alter, kommt hier bloß noch jedes Spiel von Ubisoft. Ah, hier durch das Splinter Cell habe ich auch gesehen. Kommt ja zwar jetzt nicht raus, aber ist auch von Ubisoft. Ist nicht sogar auch Borderlands. Ich habe hier gerade meinen Schrank so vor mir. Es sind viele Spiele einfach gewesen. Ach hier, Deadlight? Ne, Dying Light. Ich glaube, ist auch von Ubisoft. Mann, viele Spiele von Ubisoft. Ah. Und wir haben es eigentlich auch mal, um mal ein bisschen was zu sagen. Genau Mitternacht. Kann ich auch mal das Datum sagen? Was haben wir denn für ihn? Wo steht's denn hier mein Handy? Du bist Handy. Ah, hier.
17.3. Und gleich haben wir eine 18 drin, so gesagt. Ui, aufgestoßen. Ja. Aber von das, wenn da vielleicht ohne mal ein Teil rauskommen würde, das wäre. Würde ich ohne mal gerne spielen. Was war eigentlich jetzt überhaupt die Geschichte von das? Ja, dass ein Volk nach seinen Ahnen sucht und doch sich immer im Kreise dreht. Das hätte man vielleicht auch irgendwie ein bisschen schöner machen können. Und er hatte halt am Ende alle Kräfte, die man so gebraucht hat oder die so wichtig waren, lebenswichtig. Eigentlich war eigentlich nur Erde das Wichtigste, würde ich jetzt mal so sagen. Weil für was brauchst du viel Wasser? Das schädigt ja bloß deine Leute, wenn da so eine große Welle, so ein großer Taifun kommt. Dann war Lava. Was bringt dir Lava? Lava tut bloß ein Vulkan. Hallo, Frosch? Lava tut da bloß so einen Vulkan erstellen, der da auch bloß den Leute schadet, weil er ja das Dorf abbrennt. Was war noch? Also Erde hat man. Wasser. Achso, genau, Pflanzen war das letzte gewesen. Also Lava. Nee, Erde, Lava, Wasser, Pflanzen. Ja, Pflanzen und Erde, wo ich eigentlich fast Pflanzen mit zu Erde zählen würde. Also, das ist für mich ein großer Begriff, würde ich fast sagen. Ja, also gibt es eigentlich zwei was Positives und zwei was Negatives, würde ich vielleicht mal so sehen. Ubisoft EMA. Ich tu mal bei hier mit meinem Handy bei Google gucken, was denn das von Dings von Dust der Weg ist. Gibt, und vielleicht ist ja auch schon was unterwegs zu From Dust. Klack. Nö. YouTube-Video. Hey. Steht noch nichts weiteres zur Debatte. Ich gehe mal ganz hier oben rein. Willkommen zur offiziellen Webseite von From Dust. Oh, schöner Hintergrund gerade gewesen. Göttliche Kräfte. Ach so, damit können wir das gemeint. Und Kräfte der Natur. Das sind ja diese vier jetzt gewesen, die ich jetzt gerade aufgezählt habe. Kam das Spiel sogar für PS3 raus? Das glaube ich doch nicht, oder? Kräfte der. Ich will jetzt rein. Ach so, das Überleben eines Stammes dreht sich, so gesagt, in Kreis. So, das Ding tut sich gar nicht richtig aufbauen hier. Göttliche Kraft geht da nicht rein. Das Überleben eines Stammes geht auch nicht rein. Ne. Ich habe eigentlich auch gedacht, läuft gerade zu Ende. Vielleicht passiert ja hier oder was. Ah, das war's. Ja, da sage ich dir auch noch Tschüss. Zu From Dust, das war halt die Kampagne, würde ich mal so sagen, war. Der Odem, das Ritual, das Grollen der See, die erste Kraft, die tausend Quellen. Oh, das war auch ganz schlimm. Wildfeuer, Wellen, Springflut, Tränen aus Stein, zornige Erde, aus dem Nichts. Die war eigentlich ganz, musste ich zwar zweimal so anspielen, aber es war eigentlich ganz nett. In Bewegung und der Ursprung. Ich glaube, das aus dem Nichts, der Vulkan war fett. So, damit sage ich Tschüss. Sehen uns vielleicht im nächsten Let's Play. Könnt ihr auch gerne mal einen Daumen nach oben geben oder mich abonnieren oder halt auch mal ein nettes Kommentar hinterlassen. Oder wenn es natürlich vielleicht auch euch das Let's Play nicht so gefallen hat, vielleicht auch ja, einen Kommentar geben, warum und, wie, und wieso. Bitte ordentlich schreiben, nicht hier, du bist ein Spasti. Mach andere Videos. Und gebt halt einen Daumen nach unten. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Euer Noe.